Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr seht, es wäre perfekt für einen Disney-Zug, es ist aber leider kein. Auf Rita dürft ihr heute nicht hören, denn die ist ein wenig angefressen auf mich. Sie wollte das Disney-Castle vorstellen und ich habe gesagt, nein, unsere Zuschauer, die wollen nur eines. Und zwar, sie wollen diesen tollen Güterzug sehen. Deswegen habe ich sie jetzt mehr oder weniger einfach hingesetzt und wir präsentieren euch heute, wie kann es anders sein, einen formidablen Güterzug. Wir haben wieder, Rita hat jetzt die falsche Kopfbedeckung auf, aber das macht nichts. Dafür darf sie, das sei mal dahingestellt, meine Zugschaffnerkappe immer noch ganz cool. Aber bitte, Madame, wenn du dich nicht so schlecht anstellst bei dem heutigen Video, dann können wir dir in Aussicht stellen, dass wir vielleicht das nächste Mal das Disney-Schloss oder ein anderes Disney-Set vorstellen. Was haben wir denn heute hier vor uns? Dieses Prachtexemplar, der schwere Güterzug mit der Nummer 698, wurde im Jahr 2015 herausgebracht und hat 984 Teile. Unvorstellbar. Es wird noch besser, liebe Freunde. Es ist noch nicht alles. Falls ihr dieses Prachtexemplar vielleicht nicht zu Hause habt oder vielleicht auch gar nicht so gut kennt, ist das kein Wunder, denn es war exklusiv bei Lego erhältlich beziehungsweise bei Premium-Partnern. Genau. Und natürlich am allerwichtigsten, es ist der Nachfolger der wunderbaren, der unerreichten roten Rakete. Genau so ist es. Das ist der Wahnsinn. Also ich glaube, wir brauchen jetzt mal einen kurzen Moment, um durchzuschnaufen. Ja. Denn bei mir setzt schon wirklich langsam die Schnappatmung ein, wenn ich das sehe und höre, was hier vor uns aufgetischt ist. Es gab zu der Zeit 2015 zwar noch diesen gelben Güterzug, die 7939 oder so, keine Ahnung. Aber der kam dann noch nachher exklusiv heraus. Und jetzt, ihr kennt die Geschichte 2015, das war Power Functions Zeit, ein beherzter Druck hier auf die Lokomotive und nicht so schnell. Der Spaß geht schon los. Und er gleitet wunderbar über die Gleise. Es ist wirklich ein Fest, diesem Zug zuzusehen. Und ja, also was kann man da mehr sagen als wirklich. Nein, da gibt es gar keine Worte. Das Wort muss erst erfunden werden. Aber wir stoppen jetzt mal, was natürlich auch geht mit dem bekannten roten Notausknopf. Und wir zeigen euch. Ich bin froh, dass nichts passiert ist. Wir zeigen euch jetzt mal die Minifiguren dieses tollen Sets. Und ich sehe schon, Rita denkt heute mal mit, denn es sind insgesamt 5 Minifiguren dabei. Rita hat aber hier auf unserem kleinen Präsentationsteller nur 4 aufgebahrt, da sie den Lokführer absichtlich nicht mit hier drauf genommen hat, da sonst wieder ein Unfall passiert wäre. Ja, natürlich, eben. Schauen wir uns in der Zwischenzeit mal die anderen an. Es sind die sehr klassisch gehaltenen, alle behelmten Bahnhofsmitarbeiter hier Damen für unseren, Herren. Genau, es ist sogar eine Dame dabei für unseren Güterbahnhof und auch ein Typ, der nur so einen Blaumax anhat. Besonders gut gefällt mir bei der Dame die Frisur, die in den Helm integriert ist. Es gibt keine Wendegesichter. Wendegesichter ist eine Fehlanzeige und hier haben wir jetzt noch, ich halte ihn in die Kamera für dich, weil ich ein bisschen längere Arme habe. Das ist unser Lokführer oder jedenfalls, was wir als Lokführer erkoren haben. Ich weiß nicht, ob es in dieser Diesellokomotive so laut ist, dass er einen Ohrenschutz braucht, aber das ist ja egal. Er macht einen guten Job und ich würde dich bitten, liebe Assistentin, setz ihn wieder hinein, denn sonst gibt es wieder einen Unfall, wie es schon mal beim Vorgänger dieses glorreichen Modells war. Ich zeige euch vielleicht noch kurz mal die Schachtel, die hat damals so ausgesehen. Es sind insgesamt 984 Teile und ein Detail, was mir besonders gut gefällt, hier unten, wir haben 16 Kurven und 12 Gerade, also damit lässt sich schon eine ganz schöne Zugstrecke bauen, hier mit dem Starter-Set, größer als die, die wir hier auf dem Tisch platzieren können, aber egal, Spaß kann man auch mit einer bisschen kleineren Zuganlage haben und die größere haben wir ja dann in unserer Lego-Stadt.
Mit was möchtest du denn starten? Sollen wir zuerst das Zubehör vorstellen oder zum Zug selbst gehen oder fahren wir zuerst noch eine kleine Runde? Nein, wir stellen zuerst das Zubehör vor, denn wir müssen uns ja raufarbeiten. Von mir aus, okay. Wir schauen uns zuerst das Zubehör an. Ich muss aber den Zug ein wenig aus der Bahn bringen, denn leider versperrt die Lok den Blick auf eines der Zubehörteile. Also muss ich jetzt noch ein bisschen fahren. Und jetzt geht das schon viel besser. Also, sehr gut. Wir haben einerseits hier, wenn ihr das sehen könnt, einen kleinen Bahnübergang. Mhm. Der wird gebaut aus diesen länglichen Slopes in hellgrau, in der Mitte 2x4er. Das kennt ihr bestimmt von dem ein oder anderen Bahnübergang, den Lego übrigens auch wieder mal auf den Markt bringen sollte. Und hier am Rand auf beiden Seiten, das fällt leider sehr leicht ab, haben wir so kleine, nette Übergangssignale. Das sind übrigens bedruckte, was sind das? Sticker. Oh, Entschuldigung, wie könnte es anders sein? Das sind natürlich Sticker, wo man als, ja, egal ob Autofahrer oder Fußgänger, ein Signal bekommt, wenn sich dieser tolle Zug nähert und man dann eine kleine Pause einlegen darf, den Zug passieren, sehen darf begutachten. Und dann begutachten und dann wieder weiterfahren. Und okay, als zweites haben wir hier so einen Verladekran, der besteht aus zwei Teilen. Einerseits diesem Teil hier, der an die Straße angedockt wird auf der einen Seite und an die Gleise auf die andere Seite. Hier mit einem Warnhinweis, das ist auch wieder ein Aufkleber, dass man einen Helm aufsetzen soll. Hier mit ein bisschen Zubehör und sogar, seht ihr, ich habe direkt so zittrige Hände, weil das Set einfach Emotionen in mir auslöst. Und wieder so einen coolen Schweißerhelm, genau. Ganz genau. Den haben wir jetzt auch bei der Autowerkstatt letztens gesehen. Wollte ich gerade sagen. Da gibt es sogar ein paar im Set. Das ist richtig, genau. Bin super informiert. Und, ja, du bist wirklich gut informiert. Das freut mich sehr. Also, ihr seht, es ist nicht nur so, dass die Dame schön fürs Bild ist, sondern sie weiß auch was, sie hat auch was im Köpfchen. So mögen wir das, nicht wahr? Als zweites haben wir hier diesen sehr großen und tollen Verladekran in Blau und Gelb. Ihr kennt dieses Führerhäuschen oder wie auch immer man das nennt, sicher von anderen Sets. Das ist ähnlich gebaut. Das kann man hier so seitlich aufmachen, hier mit den kleinen Kontrollknubbel. Dann kann man den ganzen Kran auch noch vor- und zurückschieben, der Schienen entlang. Hier hinten können wir drehen, da können wir diese Schaufel nach oben und nach unten fahren lassen und natürlich kann sich das ganze Teil auch um 360 Grad im Kreis drehen. Also das ist auch sehr cool und das habt ihr ja im Eingangsbereich schon gesehen, dass man da so diverse Sachen auf den Zug verladen kann. Ja, oder auch vielleicht entladen kann. Natürlich, kann man natürlich auch, ja. Jetzt, meine lieben Zugfreunde, widmen wir uns aber dem Highlight des heutigen Sets. Und dazu muss ich leider, weil ihr könnt ihn gerade nicht sehen, wieder eine kleine Runde fahren. Und zwar probieren wir mal, nein, wir probieren nicht aus, wie schnell er geht, nein, denn wir sind neue Batterien drinnen. Und wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass das nicht so gut geht. Aber außerdem hast du ja schwere Lasten, die du da geladen hast genau, auf deinem Zug. Es ist einiges, das wollen wir nicht riskieren. Nee. Beginnen wir mal mit der Lokomotive. Was sagst du denn dazu? Wunderbar. Ja, also ich wollte gerade sagen, mir fehlen auch die Worte. Interessant, dass da so ein graues Mittelstück ist. Das erinnert mich ein bisschen, hat nicht die rote Rakete auch zwei verschiedene Motoren, die man einbauen kann, entweder einen grauen oder einen roten? Das kann leicht sein. Du meinst die Batteriebox, der, genau. Ja genau, die ist dort in Rot verbaut, die glaube ich exklusiv in Rot war. Hier haben wir sie in Hellgrau und auf der Seite, das sind so große Paneele, das sind glaube ich so große Fliesen, die quer über die ganze, genau, das ist der Batteriekasten in Grau und hier oben, das sind so große Paneele, aber das hast du sehr gut gesehen, meine Liebe. Ich finde auch, die rot-dunkelgraue Farbkombination passt eigentlich sehr gut. Ja. Der Zug sieht von vorne und hinten gleich aus. Der einzige Unterschied ist nur die Beleuchtung, die hier vorne
weiß ist und hier hinten rot. Und ein kleiner Blick in das Führerhäuschen, welches auch vorne und hinten gleich aussieht, offenbart einen Blick in den Arbeitsplatz unseres Zugführers, der natürlich wieder mal bei seinem Café sitzt. Natürlich. Und auch so eine kleine Konsole hat, die sogar gedruckt ist, wenn ich mich nicht täusche. Und auf der Hinterseite ist nochmal genau dasselbe, nur sitzt da momentan niemand drinnen. Aber alles in allem wirklich ein sehr schöner... Sicher gedruckt? Nein, es ist, glaube ich, auch ein Aufkleber. Kann sein, dass das auch ein Aufkleber ist. Das weiß ich jetzt nicht. Wenn es ein Aufkleber ist, dann ist der auf jeden Fall sehr schön aufgeklebt. Wir haben das Set nämlich gebraucht, gekauft im Internet. Neu gibt es das ja leider nicht mehr. Ging vor über 2 Jahren vom Markt. Mhm. Und ja, da kann man natürlich nie wissen, ob die Aufkleber komplett sind, ob das alles schön beisammen ist. Man weiß es nicht. Egal, wir gehen jetzt mal weiter. Mhm. Nach der Lok kommt so ein in braun gehaltener, sehr kompakter Schüttwaggon, habe ich mir sagen lassen, dass das ist. Der auch natürlich von allen Seiten gleich aussieht. Vorne, hinten, oben, unten, alle Seiten gleich. Mhm. Und wenn man da aufmacht? Genau, wenn ihr oben reinschauen wollt, da raschelt es schon, da sind so kleine... runde Bricks drinnen und dann kann man, wenn man mit dem Kran verladen hat und dann wieder woanders hinfährt, kann man dann natürlich auch das Ladegut rauslassen. Und das geht meistens nicht gut, aber ist kein Problem. Ein bisschen. Das heißt, man könnte jetzt zum Beispiel hier vom Kran hier in diesen Schüttwaggon dieses Zeugs hier einladen, ja, dann eine Runde fahren und dann hier nochmal stehen bleiben und diese kleinen Röhrchen wieder hier entladen. Genau. Oder man entlädt sie auf das Gefährt unseres nächsten Waggons, besser gesagt das, was hier dabei ist. Ja. Denn wir haben jetzt hier noch 2 Waggons vor uns. Ritter zeigt uns vielleicht dann nachher noch eine kleine Demonstration dieser Mechanik, wie das geht mit dem B- und Entladen dieser runden Steinchen. Und was haben wir hier aufgeladen, meine Liebe? Einen Bagger. Das ist ein oder so. Bagger, genau. Ja. Wie das genau heißt, weiß ich nicht, aber ich nehme an, ein Bagger. Das heißt, das ist einerseits ein relativ simpel gehaltener Wagen, der nur so Zäune und so Fliesenelemente zum Festhalten hat. Die lange Bodenplatte auf jeden Fall, die sehr schön ist. Ein Vorne- und Hinten-Bagger ist. Und dann haben wir, nennen wir ihn Vorne- und Hinten-Bagger, genau, einen Bagger, der sehr solide ist und der sowohl vorne und auch hinten etwas aufladen kann. Genau. Mit einer schwarzen Schaufel vorne und einer gelben hinten. Ja. Und dann kann man zum Beispiel so machen, dass man jetzt hier, wenn hier dieses Tor offen ist, wir haben jetzt keinen Fahrer drin, genau, der Typ im Bagger, der Baggerfahrer fährt jetzt hier vorbei. Er hat diese schwarzen Röhrchen aufgeladen. Und er fährt jetzt hier zu unserem Schüttwaggon und kann dann mit seiner Baggerschaufel diese kleinen Röhrchen hier in den Schüttwaggon einladen. Was und, braucht man mehr? Genauso kann man es natürlich umgekehrt machen. Wenn wir hier entladen haben, kann er das auch mit seiner Schaufel wieder aufnehmen. Und es ist wirklich, ja, da bleibt wirklich kein Auge trocken bei so viel Liebe zum Detail. Ja. Das ist ganz was Tolles. Ja. Und dann haben wir als allerletztes, ihr seht, ich drücke ein bisschen auf die Tube, weil ich schnell mit der Präsentation durch sein will, damit ich wieder fahren kann. Wir haben als letztes noch einen Wagen. Der einen angehängten Helikopter. Der, genau. Speziell im Internet habe ich gelesen, ein bisschen für Furore gesorgt hat. Und zwar ein Transporter für einen Hubschrauber. Ja, ganz klassisch. Also das ist auch wieder nur eine sehr simpel gehaltene Platte hier auf unserem Waggon. Diesmal ein kurzer Waggon. Und drauf geladen ist ein Lego City Helikopter, wie er auch in einem, keine Ahnung, Polizeiset oder so weiter vorkommen könnte. Hier mit einem kleinen Cockpit. Aber werden Helikopter wirklich mit dem Zug transportiert? Ich habe es ehrlich gesagt noch nie gesehen. Also das ist auch... Ich denke mir nur, also ich meine, er ist ja super fixiert mit dieser kleinen Kette. Genau. Aber ist das nicht ein bisschen gefährlich? Hoppala, das war der Helm. Der ist hier fixiert, dass er sich nicht drehen kann. Mit den Blättern, dass er einfach abhebt.
Ja, also ich finde auch, der Helikopter, gut, zum Thema Spielspaß brauchen wir da, glaube ich, nicht sagen. Ja. Es ist zwar kein Pilot dabei, sondern nur dieser zum Helm. Zum Spielen ist super. Aber, naja, mir wäre es auch lieber gewesen, wenn hier statt dem Helikopter noch irgendein anderer cooler Waggon dabei gewesen wäre. Entweder so ein, keine Ahnung, Containerwagen oder so ein, wie heißen die, die man so aufschieben kann. Oder ein Holztransporter, also da hätte es wirklich ganz coole Ideen gegeben. Das hier ist wirklich, da es natürlich ein Spielset ist, hat man natürlich mit dem Hubschrauber schon eine gewisse, wie soll ich sagen, ja, Bespielbarkeit. Na, ich weiß nicht, vielleicht werden ja Helikopter wirklich transportiert. Ich habe noch nie einen Helikopter auf einem Zug gesehen. Falls ihr es gesehen habt, unten in die Kommentare. Ja, das weiß man nicht so genau, auf jeden Fall. Bei uns nicht. Habe ich sowas noch nie gesehen. Ja. Aber vielleicht gibt es das ja irgendwo. Also ja, vielleicht. Was soll man dazu sagen? Man weiß es nicht. Kann durchaus sein. Also, wie gesagt, es ist ein Zugset, was wir jetzt vor kurzem erst gekauft haben. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich mich richtig entsinne, wenn ich euch sage, dass wir ungefähr 140 Euro dafür bezahlt haben. Ich glaube, so in dem Bereich war das Set, allerdings mit Bedienungsanleitung, der Originalverpackung wirklich bis zum letzten Teil komplett. Und es war sogar noch eine Packung mit Flextracks dabei. Also das war ein Angebot, wo ich nicht Nein sagen habe können. Und wir haben ihn jetzt schon einige Runden fahren lassen, was wir übrigens jetzt auch noch tun. Er kann auch... Wie? Rückwärts. Wenn er möchte, genauso gut rückwärts fahren. Mhm. Und ja, also es bleibt uns eigentlich gar nicht mehr zu sagen, als dass... Lasst eure Züge fahren. Dass eine wirklich gelungene Erweiterung für unseren Zugfuhrpark ist. Es war einer der wenigen Züge, die uns noch gefehlt haben. Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen damit fahren und hier mit diesem Kran spielen. Und wir sehen uns dann sicher wieder mal bei einem neuen Eisenbahnvideo, wo wir vielleicht wieder etwas leichter zu begeistern sind als sonst, aber wir wissen es noch nicht genau, da wir auch noch nicht wissen, welcher Zug es sein wird. Wir werden es herausfinden. Ihr hoffentlich auch. Ganz genau. Also dann, fahrt noch eine Runde mit den Zügen und wir sehen uns. Bis demnächst. Tschüss.